Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu The Outer Worlds mit Felix und Parvati. Ja, und da geht's jetzt rein. Roseway. Premium Outpost wahrscheinlich. Oh, hier sind auch noch Sachen. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Raptidonfleisch. Sind hier noch Gegenstände, die ich einsammeln darf? Raptidon, Raptidon. Ah ja, und mir ist noch eingefallen, ich habe noch gar nicht. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Der Flammenwerfer. Den muss ich auch mal testen. Okay. Da, oh, der klingt ja. Sieht ja böse aus. Blau. Okay. Der ist ein bisschen blutig. Schauen wir mal. Das hört sich schon wieder an wie auf einem anderen Planeten. Ach nee, wir sind ja auf Terra 2. All diese Viecher, die gehen mir einfach auf den Sack, die Geräusche könnte ich gar nicht leben. Oh, Überlebende. Scheiße. Das ist mein Fleisch, kauf den anderes. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Ja, was ist hier passiert? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Tja. Ja, was hast du draußen gemacht? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Geiler Job. Anything else you'd like to know? Tja, was wollen wir noch wissen? Du sagtest, die Raptors sind freigekommen. Hattet ihr irgendwelche eingesperrt? Forget I said anything about that. Okay. Hast du den Notruf abgesetzt? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Mhm. Was? Wieso? Got me. I just do what I'm told. And I was told not to do such. Ja, klar. Kein Notruf. Okay. Ihr seid von den Konzernen. Kannst du mir erzählen, wer hier das Sagen hat? Scientist. Name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Oh, before I forget. Anticleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice peddles. Okay, er gehört zum anderen Konzern, ja klar. Auch nette Leute. Ich schaue mich einfach mal hier ein bisschen um. Yeah, that's what you get. Oh, 90 Punkte. Das sieht brennbar aus hier. Würde ich mal so behaupten. Nee, da ist auch nichts. Hm. Okay, Tür ist zu. Ja. Taktischer Körper. Gold. Ist nicht so mein Stil, aber... Nehmen wir alles mit. Die Leute hier brauchen es ja nicht.
Da ist eine Tür. Das ist Weldon. Hi. Gehen wir mal zu Orson. Ah ja, jetzt darf ich nicht mehr klauen, weil er ist ja quasi mit im Raum. Macht einen schlechten Eindruck. Ah, Outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Das sind Banditen? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodons? Okay. Ich bin auf den Leim gegangen, verdammt. Ich dachte, der hat die Wahrheit gesagt. Ich bin hier, weil jemand einen Notruf abgesetzt hat. Oh, well, good luck. Hä? Hä? Orson, you idiot. Just put it. Of course, because I didn't. Die hat echt vergessen, dass ich noch da bin. Also der Wissenschaftler scheint vergessen zu haben, dass du noch da bist. Hallo. We're gonna get this solved. I mean, it's really now or never. I'm going to. Hallo? Oh. You're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if we got the carbon in here, this is just a I am Orson Shaw, Chief Behavioral Scientist. I was brought in to study the Raptodons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. Was hast du herausgefunden? They are insatiably hungry. Absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Mm-hmm. Deine Forschung war also für die Katz. Not quite. We are now acutely aware of their weaknesses. Bullets. Tolle Schwäche. Kugel im Kopf. Das sind wirklich wertvolle Infos. Ja. Yeah. Ja. Now that may seem like an obvious conclusion, but believe it or not, some creatures' brains are not in their heads. Now if we got the carbon in here, it's just. Ah, jetzt muss ich wieder warten. Ups. Ja, danke für das Gespräch. Was hat er überhaupt gerade gearbeitet? Ich habe ihn wohl von der falschen Seite angesprochen. Scheiß Viecher. The ventilation shaft runs from the bottom of the lab to the top of the hill, over the garage. Top of the hill's. Oops. Oops. Lügen, einschüchtern. Was immer ich will. Okay, hat was gebracht. Also wenn wir was klauen und erwischt werden, können wir zur Not noch uns da irgendwie rausreden. I told you, you're staying put. You're not listening. We can stop this. Only thing stopping them beasts is high caliber kinetics. If we close the vent shaft, we can contain them. Ich bin noch nicht so ganz auf dem Laufenden. Also haben sie jetzt die Wissenschaftler überfallen und die Viecher sind hier reingekommen oder beim Überfall oder how
Oh, der sieht ja cool aus. Hey Boss, can we get some Rizzos? Sure, hi. I don't think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. Want to treat yourself before you go? Something for the road, maybe? Die sieht fast so aus wie die aus dem ersten Gebiet, die dem Laden gehabt hat. Ja, es wirkt fast so, als wolltest du mich unbedingt loswerden. I don't really know you. Roseway is supposed to be closed off to visitors. Stands to reason you could be a corporate spy of some sort. Then again, there's nothing in my contract that says I can't sell the corporate spies. Your bits are the same as anybody else's. Ja, hast du mal Zeit für ein paar Fragen? Sure. Not like I get many customers. Ja, wie überlebt ein Geschäft überhaupt bei so wenigen Einwohnern? Technically, I'm not in business at all. Roseway closed down years ago. Corporate still sends us the occasional shipment of necessities through unofficial back channels. Of course, if something goes wrong, like one of our guards drinking himself to an early grave or Raptodons running wild, corporate won't acknowledge we ever existed. Ja, warum nennt man diesen Ort Bar 17? I'm so glad you asked. Some people say the name refers to the 17 rungs in Anticleo's official ladder of corporate advancement. These people are wrong. Truth is, we've been established, closed down, renamed, reestablished, and then reopened a grand total of 17 times in the last 40 years. Corporate's still deliberating over a new name. The matter remains hotly contested in committee, but we're expecting a decision within the next 5 to 7 years. Exciting times. Tja. Wirst du es nie leid, Produkte von Anticleo zu servieren? Can't say I do. Anticleo products satisfy all of our nutritional needs. At least they used to. My folks filled their whole pantry with all sorts of Anticleo products. These days, we don't get much in the way of variety. Maybe some triticale pasta or some ketchup if we're lucky. I hear it's like that all over the colony. We eat what we can get, and we don't get much. Oh, handeln wir mal. Sure. You need something to clean Raptodon blood out your clothes? Wie erwartet hat sie nichts Gutes. Neun Prozent Rabatt? Ja, der Helm ist schon mal doof. Kann ich mir mal angucken. Sieht scheiße aus. Das kann auch weg. Nur irgendwelche Billigwaffen. Das kann weg. Ich habe zweimal dieselben Scharfschützengewehre. Aber das, was ich habe, ist cooler. Also kann das weg. Pistole muss ich mir mal angucken. Den Rest müssen wir auch mal genau angucken. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Boss. Dann muss ich nochmal dahin gehen. Geht noch mit denen durch, oder nicht? Another outlaw? I'm quite sure I've already spoken. Im letzten Mal, ich bin kein Bandit. Oh, quite right. My apologies. I did speak to you earlier, didn't I? What would you like? Fangen wir doch damit an, dass du mich daran erinnerst, wer du nochmal bist. I am Orson Shaw, Chief Behavioral Scientist. I was brought in to study the Raptodons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. Tja,
Kommt mir wie Zeitverschwendung vor. Er schießt die Dinger einfach. As a matter of fact, I agree. They are insatiably hungry, absolutely imp. Ja, no, das haben wir mittlerweile. So, jetzt ist es eine großzügige Frage, warum muss ich mit denen quatschen? Er ist noch. Warum? If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Nein, ich gehöre nicht zu ihm. Angreifen. Gleich beim ersten Versuch richtig geraten. Ich bin hier, um dir den Chaos zu machen. Nein, hast du den Notruf abgesetzt? Yes, yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Unter Kontrolle nennt man das so, wenn man in einer verlassenen Stadt von Raptidons umzingelt ist. Für wen hast du mich gehalten? Why, one of our attackers, of course. Obviously, they were drawn here in an attempt to make off with my research. Komm zum Punkt, erzähl mal, was genau passiert ist. Yes, yes, of course. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Wenn du mir sagst, was ihr erforscht, hätte ich vielleicht eine bessere Vorstellung, worum es hier geht. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Zahnpasta? Moment, bei all dem hier geht es um Zahnpasta? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Du hast ganz schön schönreden. Was? Du kannst das schönreden, wie du willst. Es ist trotzdem bloß Zahnpasta. Diät-Zahnpasta. Ich habe verstanden, ich eliminiere die Schwachköpfe und hole deine Forschungsunterlagen. Soll ich mich auch um die Raptidons kümmern? Yes, but don't kill the mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. Mm-hmm. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Oh, where's Jameson? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors. And I forgot him. Die sind echt auf ihre Arbeit konzentriert. Die vergessen alles drumherum. Klingt als ja, Gas. Nicht deine Schuld. Ja. Du hast ihn im Tod überlassen. Solltest dich schämen. Don't you think it weighs on me? He was my responsibility. All of them were. Ah, regardless of their thinking on the matter. If he has died. Too many have been lost. Too many black marks against my name. And far too much paperwork.
Ich werde ihn finden, Gespräch verlassen. Ich mag dich nicht besonders, aber ich schaue mir mal an und entscheide dann. Gespräch verlassen. Und du sorgst dich nur darum, welche Auswirkungen für dich zu... Ah. Komm, ich guck mal nach und entscheide dann. Das gefällt mir am besten. In der Patsche, rette Jameson. Ist der hier noch mit auf dem Planeten? Eigentlich. Mal gucken, was wir da noch für eine Mission kriegen. This Crane guy cares more about his research than his own people. Hä? Achso. Was ist das denn hier? Achso. You're underestimating the importance of the Eighth back. Blankenship. She's okay. Mal wieder ein bisschen rumklauen. Nichts Besonderes hier. Oh, ein Plasmagewehr, ich nehm's zurück. Persönliche Dateien. Tagebucheinträge. Tagebucheintrag 1. Ich fühle mich recht einsam hier. Jameson ist der Einzige hier, der etwas darauf hat, aber selbst er sträubt sich gegen meine Führung. Wahrscheinlich eine natürliche Reaktion auf dem unnachgiebigen Druck, den ich ausübe. Aber wenn er jemals nach Byzantinium will, braucht er genau diesen Druck. Ich hoffe, dass er da das einmal einsieht, aber sollte das nicht der Fall sein, wird seine Arbeit blabiblu. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Gut. Eine Werkbank. Und ein Händler. Müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Komm, die Pistolen hauen wir weg. Die Waffen muss ich mir mal angucken. War Schrott, ne? Nee, das ist Schrott. Haben wir uns mal ein bisschen entschrottet. Ja, Waffen müssen wir nochmal gucken. Und sind jetzt auch ein bisschen leichter. Bei der Werkbank würde ich mir mal gern reparieren. Haben wir das auch? Dann können wir hier gleich wieder raus. I got 500 bits on the Darlings team. Oh, hier unten könnte hier auch noch was sein. Ah, schön klauen. Wenn keiner da ist, alles gut. Hallo, hallo? Keiner da. Alles meins. Hier ist ein Buch. Nehmen wir mal mit. Wird ja wohl keiner mehr brauchen. Nett hier von den Leuten, die Tür nicht abzuschließen. Oh. Hi.
Siehst aber schick aus. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Ja, Vaughn. Wo warst du, als die Banditen angegriffen haben? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Mhm. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Ja, wir kommen eh dran vorbei, genau. Geht's um was Gefährliches? Und willst du... Du willst... Und du willst natürlich, dass ich mich darum kümmere. Why? Are you heading to the lab? Because that would be... I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have... benefits. Whoa, slow down. Benefits? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Hm, das klingt äußerst faszinierend. Sagst du mir, wo ich hin muss? Sure, of course. Our lab south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. Die Straße runter, zweites Labor und ich, da bin. Anton hat mir von einem anderen Labor erzählt. Ja, jetzt bin ich neugierig. Warum gibt es zwei Labore? The newer lab is built for more sensitive work. We mostly use the old lab for storage these days. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Das Zeug ist also wertvoll. Brauche ich einen Türcode von Anton? No, I mean, nah. In fact, don't mention this to Dr. Crane at all. Aha. Ist das Zeug wertvoll? If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. Help me out, I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am, when you deliver to me. Great! Machen wir doch. This is really gonna save my ass. Hauptsache, wir kriegen Erfahrungspunkte und Geld. How do you suppose that stuff's used? Do you drink it, or is it like perfume? I'm not... Oh, dieser Helm Pavati, der steht dir überhaupt nicht. War jetzt da drin? Warum muss ich mit dem wieder reden? Another outlaw? I'm quite sure I've already. Zum letzten Mal, ich bin kein Bandit. Oh, was kann ich für dich tun? Fangen wir doch damit an. Ich weiß nicht, oder habe ich das Gespräch nicht zu Ende gemacht? Was hast du herausgefunden? Und jetzt ist sie frei. Großartig. Was brauchst du? I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit, I'd feel better were they returned to me. Klar, ich schau mal, was ich so finde. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Du hast nicht zufälligerweise eine Tube Thermalzahnpasta dabei? Blast! Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Wir haben es mit ihrer Zahnpasta. So, er hat uns doch noch eine Mission geben wollen. Dann müssen wir jetzt hier raus. Ich dachte jetzt, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier so viel labern müssen. Ich dachte jetzt, hier gibt es mehr Action. Action und Toad.
Aber bisher ist ja alles ziemlich ruhig. Aber mal gucken. Wir müssen jetzt zwei Labore durchsuchen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn die Karte mal lädt. Oh. Jetzt ist das Gebiet auch auf einmal größer geworden. Wir hatten vorher nur diesen Teil. Und jetzt haben wir da wirklich hier noch mehrere Gebäude. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir die wahre Größe des Orts gefunden. Und da ist schon so ein Arschloch. Schieß mal auf die Beine. Lebt er noch? Oh, ein großer. Havati jetzt fast dahingerafft. Ja, ich denke, wir nehmen den direkten Weg, ne? Aber querfeldein. Oh, hier sind auch ein paar Wissenschaftler gewesen, die jetzt ein bisschen tot sind. Ein Hauch tot. Auch eine Kiste. Wer packt denn hier sowas einfach in die Walachei? Ah, da liegt hier auch wieder was. Sind das Leuchtepilze oder was? Das ist ein Min. Felix, ups, hi, Entschuldigung. Felix wollte mir nur den Arsch retten. Ey! War eine Mine, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, es wäre was zum Einsammeln gewesen. Und hab natürlich die ganze Rasselbande hier übersehen. Das ist echt gut, dass wir jetzt hier im Dunkeln lang gehen. Dann sehen wir die ganzen Minen. Okay, dann scheint ja die Geschichte mit den Banditen so etwas zu stimmen. Rüstung, Halskette. Viel Kram. Wow. Ah, das Scharfschützen wäre gut. Scheiß viel. Das? Also ich finde, das Scharfschützengewehr hat sich gerade echt gut bezahlt gemacht. Ah ja, ich hätte auch mal die Fähigkeiten nutzen können. Von meinen Begleitern. Aber da hätte ich auch mal gucken können, was der Wicker kann. Ich benutze diese Fähigkeiten viel zu wenig. Viel zu selten. Da geht irgendwo eine Straße lang, okay. Die Fässer hätte ich auch mal zerschießen können. Na, gucken wir uns das Lager nochmal an. Ich weiß bloß gerade nicht, welche Mission wir verfolgen.
Das ist eine Maschine, wo viele Feindsignale sind. Okay. Terminal. Gibt es hier irgendwie automatische Waffen? Sicherheitsrelevante Situationen. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdächtige Aktivitäten sind den nächsten Anlagensicherheitsingenieur mitzuteilen. Mit der Gesamtsituation unzufrieden? Probier doch mal Anticleos Nahschokolipsi-Riegel. Jetzt mit 3% echten CCN76. Was immer das ist. Nachrichten. Betreffend unserer Konversation ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will jetzt Action. Inventar. Notizen. Standardproblem. Auftreten von Nebenwirkungen. Altersgruppe von 60 plus. Okay. Notizen von Doc Orson zurückgeholt. Zurück in den Schrank für neue Teile geworfen. Aha, aha, aha. Inventarprotokollierung nur für Privatnutzung. Gesicherten Werkraum für meine Freistunden angefragt. Werkbank mit Roboterwartungsraum der Waffenkammer erhalten. Nehme ich, hä? Schade, ich habe eigentlich irgendwie gehofft, dass wir was finden. Oh. Ich dachte jetzt hier kommt... Oh. Wann ist denn da reingekommen, ne? Flammenwerfer ist cool. Everyone all right? Ich mag den Flammenwerfer. Diesen Plasma-Werfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Den mag ich. Aber wir müssen rumgeflamed. Hier wären wir rausgekommen, ne? Ugh, smells like something died in here. Oh, hier waren wir gar nicht. Hier waren wir aber drin, ne? Genau. Ah, Zahnpasta. Nee, gar nicht. Das sah aus. Verkaufsautomat. Ich glaube, den brauchen wir auch langsam. Das ist hier ein Plasmagewehr. Das ist hier ein neues Plasmagewehr. Das alte ist aber irgendwie besser. Das heißt, das kann weg. Den verkaufen wir nicht. Das ist eine Zweihandwaffe. Brauche ich nicht. 137. Wie sieht es mit euch aus? Könnt ihr davon was gebrauchen? Das ist eine Zweihandwaffe. Könnt ihr irgendwie auch nicht gebrauchen. Du hast diese Waffe. Ein Granatwerfer. Finde ich auch ein bisschen scheiße. Nur das leichte Maschinengewehr. Die Granatwerfer fand ich nicht so prall. Pavati kriegt jetzt auch mal eine andere Waffe. Du bist ja eh Nahkampf, ne? Das heißt, du kannst ja die Schrotflinte kriegen. Okay, wie sieht's mit Ausrüstung aus? Wir haben hier minus Tarnung und Ausweichen. Die hatten wir mal früher benutzt. Leicht, Tech-Fertigkeiten. Langwaffen. Hm.
Das ist etwas, das könnte Felix. Das kriegt jetzt Felix. 21 und auf Langwaffen. Das bräuchte ich auch nochmal für mich. Dialogfertigkeiten 15. Was habe ich denn hier für eine Rüstung? Nehme ich lieber die. Dann können wir auch da mal ein bisschen was verkaufen. Die lasse ich noch mal. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die lasse ich auch noch mal. Lass ich noch mal. Wollte noch was reparieren. Geht hier nicht. Schade. Schrott. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, der Flammenwerfer gefällt mir richtig gut. Scheiße. Wenn ihr in die Waffenkammer rein wollt und den Code nicht habt, fragt mich. Scheiße. Hätten wir wahrscheinlich auch ohne. Ah. Braucht man für den Roboter. Cool. Das war ein cooler Helm. Oh, Munition. Kleidung. Ein Schrot. Waffenprotokolle. Was ist das denn? Munition. Plündern. In this damn town knows how to clean up after themselves. Nee, hier räumt wirklich keiner auf. System. Ah, die Waffe hat auch mal mehr Schaden gemacht. Ah. Detaillierte Zeichnungen einer hochentwickelten Pistole. Änderungen und Kommentare überdecken das Schema, sind aber größtenteils unleserlich. Bis auf den Namen Orson Shaw in der Ecke. Die technische Zeichnung bildet eine Pulliger auch irgendeine Pistole von einer Marke namens Force ab. Diese stammt nicht aus der Kolonie, nicht aus den Plänen abzulesen ist. Was diese, oh Gott, ich versuch's jetzt gar nicht, eigentlich ist oder tut. Scheint aber ein interessantes Spielzeug zu sein, sonst wär's ja nicht hier. Scheiße. Gut, ich dachte schon, wir hätten sie abschalten können. Und ich glaube, jetzt sind wir hier eigentlich durch, ne? Aber waren wir hier durch mit dem Kontrollieren? Ich glaube noch nicht.
Guck an. Es wird Zeit, um uns die Beine zu brechen. Oder auch nicht, hat funktioniert. Oh, jetzt wird es aber gefährlicher. It's time to... Ah! Genau das. Ja, das Hüpfen ist nicht meins. Da bin ich nicht gut drin. Ich komme da auch nicht hoch. Die Anlauf nehmen? Muss doch funktionieren. Ah, Anlauf nehmen. Fantastisch. Ist da auch was drauf? Juhu! Oh, wir haben uns nicht die Beine gebrochen. Ich habe damit eigentlich jetzt fest gerechnet. Sind wir echt durch? Oh, hier sind Häufchen. Oh, große Häufchen. Ah, hier. Eine Tür. Böser Roboter. Da mache ich ja überhaupt keinen Schaden. Danke. Schwächentutorial. Auf dein Abenteuer können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Du hast die Wahl. Was ist meine Schwäche? Schwäche gegen Plasma. Du hast in der Vergangenheit zu viele Verbrennungen erlitten, was deine Widerstandsfähigkeit gegen Schaden durch Plasma nachhaltig verringert. Ein Plasmaschaden plus 25 und ich krieg einen Vorteilspunkt. Machen wir. Wir könnten jetzt damit unsere Verteidigung, unser Rüstungswert erhöhen. Dann kommen wir endlich mal in Grad 2 rein eigentlich. Ach hier, Wartung. Ich nehme Wartung, es geht mir alles hier viel zu schnell kaputt. Und dann haben wir jetzt auch Grund hier in Grad 2 und könnten vielleicht noch ein paar tollere Sachen kriegen oder wir erhöhen den Rüstungswert. Gut. Jetzt mögen wir kein Plasma. Ich mag generell kein Plasma. Mal gucken, ob das eine tolle Entscheidung war. Processing data. Here they come! Müssen wir halt mehr aus der Deckung agieren. Wird's vielleicht ein bisschen spannender. Miserable way to live. Ja, lange hat er aber nicht überlebt hier. Okay, Konsole ist defekt. Irgendein Rezept. Aber sonst... Nee, war's das. Also ich glaube, jetzt sind wir durch.
Gut, eine Mission haben wir quasi fertig und wir haben jetzt das Teil, was dann unseren Roboter fehlte. Oh, hier liegt auch noch was. Aber hier ist echt viel Scheiße bei diesen Viechern. Wir haben echt Darmprobleme. Und hier liegt auch wieder was. Zwar massig Kleinkram, den man hier liegen lässt, aber alles mitnehmen, was geht. Was ist denn da überhaupt diese Fähigkeit V? Nehmen. Muss ich das auf den Gegner machen wahrscheinlich. Schade. Ich dachte, ich könnte das jetzt mal testen. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ach, war das vielleicht nicht abgeschnitten? War das einfach nur reingezoomt? Ups. Vielleicht sollte ich vorher mal rauszoomen. Wir könnten jetzt quasi wieder zurückspringen. Quasi. Wir könnten aber auch weiter marschieren. Ich bin für weiter. Müssen wir diesen Weg folgen? Können wir den Weg folgen? Wobei ich gerade sehe, die Folge geht schon lang genug. Und ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Auf dem in dem Ort Roseway. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Schlafen die oder sind die noch am Leben? Die schlafen. Gut, dann haut mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Den machen wir noch Platz. Ich habe eine Plasma-Allergie. Okay, Plasma-Allergie bearbeitet. Und wir sind nochmal aufgestiegen. So, jetzt aber. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Mine.